Ja, hallo, liebe Kirmes- und Freizeitparks-Fans und liebe Leute. Damit recht herzlich willkommen zum neuen Video. Heute was ganz Besonderes. Jo. Was ganz Besonderes, und zwar ist es so, dass ja, wir sind jetzt mitten in der Krise gerade. Und für unsere Schausteller heißt es ja Arschkarte, aber man hat sich ja überlegt vieles. Also man sieht da Phantomio Park, so provisorische Freizeitparks aufgebaut in Düsseldorf, Düsseldorf, Düsselland, ne? In Eschweiler, also ganz viel. Und zwar wird hier auch in Burgdorf, wurde mit dem Bürgermeister sich gestern noch hingesetzt und dann wurde noch geredet. Blablabli, blablablub. Und dann kam auch raus, dass hier die Schausteller auch geholfen werden müssen. Und dann auch, ja, zum Beispiel kommen zwei Fahrgeschäfte, die sind neu. Die veranstalten dann ihre erste Premiere in diesem Jahr. Eigentlich auf der Burgdorfer Sommerkirmes, aber die fällt ja aus wegen des Virus. Also hat man sich gedacht, dass man hier so einen kleinen, auch so ein provisorische Kirmes aufbaut, aber mit ein bisschen kleiner und dann mit Abstand und dies und das und bla bla bla. Ja, und wir werden uns erstmal heute den Aufbau angucken. Das ist, ja, ihr wisst ja eigentlich, hier wird ja immer dieses Jahr, also ihr wisst ja, wie die große Sommerkirmes wäre. Also die würde da von da hinten anfangen. Also die würde ja einmal hier so quasi rumgehen. Die würde hier anfangen, gegen so würde sie ja rumgehen. Dieses Jahr ist es leider nicht der Fall, aufgrund Virus. Und natürlich würde sie dann auch hier sein. Aber da ist es auch gerade voll. Und da wird dieses Jahr auch hier keine Sommerkirmes geben. Leider. Ja, genau. Ja, man hat sich dann gedacht, dass man hier den natürlich nicht den Einkaufsparkplatz wegnimmt, dass sich die Autofahrer irgendwie woanders hinstellen müssen und dann irgendwie weit laufen müssen mit ihren vollen Sachen. Hat man sich gedacht, dass man den anderen Platz hier benutzt. Und zwar benutzt man dann hier den, ja, das ist beides Konrad-Adenauer-Platz, nur das hier ist Konrad-Adenauer-Industriestraße. Platz und Konrad-Adenauer-Platz, Industriestraße, gehört zu Industriestraße und wie ihr seht, ja, wird hier schon aufgebaut. Zwar haben wir hier schon vorne den Musikexpress, ja, von meinem Schaustellerbetrieb und zwar, ja, der ist schon aufgebaut, wie ihr seht, der ist schon fertig. Nur noch oben das Schild Musikexpress muss noch hin, den Schriftzug. Ja, hier, wie ich schon gesagt habe, wird ein neues Fahrgeschäft gebaut. Lass ich euch mal gern überraschen. Und da hinten wird auch ein neues Fahrgeschäft. Das ist gerade angekommen, das Fahrgeschäft. Die sind erstmal heute alle angekommen hier, die Fahrgeschäfte. Und ja, da hinten wird uns dann ein großer, großer Besuch überraschen. Mal gucken, was das dann für ein Besuch wird. Naja, der wird da heute noch nicht kommen. Der wird vielleicht erst nächste Woche kommen, weil nächste Woche Freitag wird das Ganze hier beginnen. Ja, weil ja erstmal noch alles hier mit Abstand und muss alles gekennzeichnet werden. Und die Leute müssen ja wissen, wohin. Ja, so sieht das Ganze schon mal aus. Also jetzt noch nicht schlecht. Also es sieht ja erstmal aus. Man denkt jetzt, ah, wird noch nicht so. Ah, aber es wird cool. Also ich kann schon mal sagen, es, so wie sich hier die Stadt das vorgestellt hat und der Bürgermeister, wird es cool. Für groß und klein auch. Ja. Nee, sonst gibt's, glaube ich, im Moment noch gar nichts zu zeigen, wie ihr sieht. Ja, nur hier vorne halt schon das Fertige. Ja. Sonst habe ich nichts zu zeigen. Der Platz ist klein dieses Jahr. Wegen der Krise halt.
Ja, sonst wäre es natürlich größer, sonst hätte ich ja schon den größeren Aufbau zeigen können. Geht aber nicht, wie gesagt, wegen zum dritten Mal gesagt, Krise. Ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Es hat euch mal ein bisschen Einblick gegeben, was sich jetzt hier, wie sich hier die Schausteller mit dem Bürgermeister beraten haben und dass er ein bisschen was mitbekommen hat, wie es jetzt hier läuft in Burgdorf, dass jetzt auch hier sowas gemacht wird. Und ja, ich freue mich dann schon auf nächste Woche Freitag, denn da wird das Ganze beginnen. Jo, beginnen. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute kommen und wie viele auch nicht. Ja, lasst mal gerne ein Däumchen, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben. Das würde mich freuen, das würde das Video natürlich hoch in die Höhe schwingen. Und lasst doch gerne für die neuen, neuen auf meinen Kanal, wir sind jetzt bei 26 Abos, danke dafür. Danke für eure tolle Unterstützung, das freut mich. Und dass ihr noch mehr Unterstützung haben und ja, das ist ja hier ein Freundschaftskanal, sag ich mal. Wir gehen hier miteinander freundlich um und haten uns nicht oder so, sondern wir müssen freundlich bleiben und respektvoll, das finde ich immer wieder besser. Ja, wie gesagt, wer noch kein Abo rausgehauen hat, kann es gern raushauen, denn hier wird auf diesem Kanal mehr Action noch gebracht. Jetzt am Wochenende kommt zum Beispiel eine Mod-Vorstellung, ja, von LS19 auf die Niemandslandkarte, auf der normalen, aber nicht auf der gebauten Niemandslandkarte, sondern auf der neuen Niemandslandkarte, die ich noch nicht gebaut habe, sondern nur für Mod-Sachen sind dann. Dass sich die Karte nicht füllt, wisst ihr? Nachher kann ich ja nichts mehr bauen. Dann bin ich am Arsch, ne? Ja. Wie gesagt, das war's von mir. Hoffe, es hat euch gefallen. Alles super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ach so, und da wollte ich euch noch eine kleine Information geben zum von Phanomia Park. Eintritt 34 Euro, Kinder 29 Euro, aber also Erwachsene 34 Euro. Ja. Aber wer den Phanomia Park gern kennenlernen möchte, der kann schon für 5 Euro reinkommen in den Phanomia Park. Natürlich mit Schutzmaske und allen. Und ihr könnt nochmal gerne auf die Seite gucken gehen. Gebt ihr einfach in Google ein Phanomia Park Dortmund. Und dann geht ihr auf die Seite von denen, auf die Startseite. Und dann seht ihr, dass ihr auch für 5 Euro reinkommt und den Phanomia Park kennenlernen könnt. Ob ihr, also Essen, Trinken müsst ihr selber bezahlen, ob ihr dann die Fahrgeschäfte umsonst fahren dürft, das weiß ich nicht. Bevor ich hier falsche Informationen ausgebe, guckt lieber auf der Startseite. Na, trotzdem bedanke ich mich dann trotzdem jetzt für das Video. Das war jetzt alles von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, euer Kirmes Marlon. Haut rein, Leute.